Jetzt weiß ich aber nicht, ob meine erste Impfung nach diesen 21 Tagen schon gilt, weil das ist ja übermorgen. Also morgen übermorgen, genau, ab Donnerstag darf ich ja ohne Testen überall rein. Also es ist richtig heavy, was man da alles bedenken muss. Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in eine neue Woche hinein in den Vlog 324 und gleich am Beginn noch einmal vielen, vielen Dank an alle, die an mich gedacht haben, an meinen Geburtstag, egal ob über YouTube, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter. Also vielen, vielen Dank nochmals an alle. Und das Schöne ist ja wirklich, wenn man am Land wohnt, also die wirklich draußen auf ein grünes Platzl hinsetzen kannst, das ist jetzt hier hinter mir der Wald, die Vögel zwitschern, die Insekten fliegen herum im Gesicht, aber es ist wirklich wunderschön, dann auch bin ich richtig stolz auf mich und auf die Nadine, weil wir haben jetzt die Feuerstelle fertig gemacht mit der Umrundung, ich habe jetzt da beim Haus Schotter noch nachgefüllt, hier vielen Dank an die Nachbarn, die uns mit dieser Schotterspende versorgt haben und auf der anderen Seite in der letzten Woche, wir haben wirklich alle vier Tage Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag zu Hause verbracht und mit Freunden, Bekannten gefeiert, ja, und auch Pizzaofen. Also wir haben jeden Tag den Griller eingeheizt, was auch richtig cool war. Was steht jetzt da sonst in dieser Woche an? Ich war jetzt da gerade wieder testen, weil heute um 16.30 Uhr bin ich beim Wirtschaftsbund. Ich bin noch bin ich Obmann des Wirtschaftsbundes Hitzendorf, aber ich werde das Ganze heute zurücklegen in die Hände vom Matthias Hutter. Der übernimmt das Ganze von mir. Ich werde dann nur mehr Stellvertreter sein, weil bei mir geht es ja beruflich jetzt da in eine komplett neue Richtung. Das heißt, ich werde auch nicht sehr viel wahrscheinlich zu Hause sein, sprich wieder viel mehr international unterwegs sein. Und das ist auch das Schöneste beim Vlog, wo ihr wirklich so hautnah mit dabei sein könnt. Und was ich auch gespannt bin, ist jetzt da, weil nächste Woche geht dann mein Video online mit der Impfung. Ja? Ich bin echt gespannt, in was für Richtung das ausschlägt. Was ihr wirklich arg ist momentan, dass es keinen Mittelweg mehr gibt. Ja, es gibt nur mehr die einen, die sind dafür, die anderen sind dagegen und die ganzen Verschwörungstheoretiker und so weiter. Was denn der DNA-Impfstoff alles verändert, ihr bewusst jetzt der DNA gesagt, ja. Aber sei es drum. Ja. Was ich jetzt da merke, ja, weil ich fliege und deswegen ist es auch für euch vielleicht interessant, nächste Woche das allererste Mal für SkyTraders nach Zypern oder auf Zypern und muss jetzt dann schon beginnen, die ganze Einreise zu planen und da merkt man mal, wie einfach das dann das Ganze gewesen ist vor Corona. Ja, und auch da bin ich wieder so gut jetzt da, dass ich, okay, Gott sei Dank habe ich mich schon am 19. Mai das allererste Mal impfen lassen und in zwei Wochen oder drei Wochen ist dann die zweite Impfung, damit ist es mal für 9 Monate eine Ruhe, ja, weil Flugticket ist gebucht, aber ich muss mich auf der eigenen Zypern-Seite vom Government registrieren für die Einreise, plus ich brauche einen PCR-Test, ja, also der Antigen-Test reicht auch nicht mehr aus, bedeutet, jetzt muss ich am Samstag extra am Flughafen Graz einen PCR-Test machen und das dann dort wahrscheinlich mit hochladen, dass ich überhaupt in Zypern einreisen darf und bei der Rückreise am Donnerstag gleiches Prozedere, wobei, ja, ich bin echt gespannt, wie ich dann wieder reinkomme. Ich muss mich zwar wieder auf einer Webseite registrieren für die Einreise nach Österreich, dann gelten die 3Gs und jetzt weiß ich aber nicht, ob meine erste Impfung nach diesen 21 Tagen schon gilt, weil das ist ja übermorgen, also morgen übermorgen, genau, ab Donnerstag darf ich ja ohne Testen überall rein. Also es ist richtig heavy, was man da alles bedenken muss. Trotzdem bin ich mehr als optimistisch, weil ich merke wirklich, momentan trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja, was meine ich damit? Leute oder Menschen, die nur negativ denken, die dem Mainstream hinterherhauen mit den ganzen Zahlen und Impfen und das darf man. Es ist mir mittlerweile echt wurscht, ehrlich. Also man kann es eh nicht ändern und jeder soll in seinem Dunstkreis was bewegen, wo er was bewegen kann. Ja. Und es hat ja auch einen anderen Grund mit der Rückgabe des Obmanns beim Wirtschaftsbund, aber das vielleicht dazu mal in einem späteren Video. Ich sehe gerade, dass so eine Spinne richtig groß krabbelt. Ja. Also richtig schön. Ja. Also von dem her, das war es jetzt dafür heute Dienstag und ja, jetzt geht es dann zum Wirtschaftsbund. Ein
eine Woche ist fast wieder vorbei, aber der Vlog 324 noch nicht, weil ich möchte noch ein paar News weitergeben und Informationen. Und zwar, ich wollte heute Rasen mähen, weil nächste Woche bin ich die ganze Woche unterwegs. Montag bis Donnerstag auf Zypern, Freitag, Samstag Livestreaming mit dem Wolfgang Lechner. Das heißt, ich habe überhaupt keine Zeit. Und was passiert dann natürlich mitten im Rasenmähen, ja, es kommt der Regen. So, aber das Orge ist, es ist wirklich Aprilwetter, Sonne kommt schon wieder raus und ich hoffe, dass ich so in 20 Minuten weitermähen kann. Ich nutze die Zeit jetzt, dass ich jetzt die 40er Schilder wegräume, ja, damit das alles weg ist. Ja, aber es ist momentan richtig cool. Ansonsten in dieser Woche auch sehr viel passiert, aber die Vorbereitungen für meinen Flug am Montag, die Skytrains, alle Unterlagen sind jetzt da auch von der Behörde da. Gestern ist endlich das Dokument gekommen für das Informationsblatt für Anleger, die Gegenprüfung, das passt alles, das Token-Selling. Ich mache heute Morgen noch Videos, wie die Leute dann Skytrains kaufen können mit BNB, also mit Binance, mit dem Binance-Coin, die Auszahlungen, wie die Skytrader oder wie der Skytrain dann übertragen wird. Also es geht echt was weit. Und auf der anderen Seite auch privat einiges gewesen. Die uns schon länger folgen, also nicht nur mir, sondern auch der Nadine auf meinem YouTube-Kanal, die wissen ja, dass der Juni ein sehr besonderer Tag ist oder ein sehr besonderes Monat ist. Auf der einen Seite am 3. Juni mein Geburtstag, aber am 9. Juni, also vorgestern, haben wir uns das allererste Mal getroffen am Flughafen Graz. Ja. Und da war der Thomas Pfingstl vom RS, den haben wir auch angeschrieben vorgestern, weil er war derjenige, der gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht geht, dann kriegt ihr eine Decke und ihr könnt hier am Flughafen übernachten. Ja. Also nochmal danke Thomas für das tolle Bedienen vor 13 Jahren. Also Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Dann am 10. Juni, genau, vorgestern, na gestern, ja, gestern war der Tag, wo ich die Nadine gefragt habe, 2009, ob sie mich heiraten will. Ja, und wenn man so nachrechnet, 10. Juni gefragt, 9.9. geheiratet. Also sie hat nur 3 Monate Zeit gehabt zum Vorbereiten. So kleiner Tipp an den Mann, ja, schaut, dass der Zeitraum relativ kurz ist, ja, dann passt. So, jetzt gehe ich weiter Rasenmähen, damit ich heute fertig werde und dann Videos drehen. Und ja, morgen auch noch Infos, weil ich habe ja am Vormittag, an der Früh schon, den PCR-Test am Flughafen Graz, ja, weil sonst darf ich ja nicht in Zypern einreisen. Ja, also das auch noch im Vlog 324, dranbleiben. Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin am Flughafen Graz, ja. Diesmal nicht für einen Vortrag, den ich mir anhöre oder einen Vortrag, den ich hier im Flughafen mache, da war ich auch schon oft und da haben die Nadine und ich uns das erste Mal gesehen, wisst ihr schon. Nein, heute geht es zum PCR-Test. Ich habe schon zahlreiche Antigentests hinter mir, ich habe auch schon meine erste Pfizer-Impfung, aber die gilt noch nicht für Auslandsreisen, sprich jetzt speziell für die Einreise nach Zypern. Deswegen brauche ich einen PCR-Test, es ist der erste für mich. Ich glaube, dass das eh gleich ablaufen wird wie ein Antigentest, aber schauen wir mal rein. Knapp 5 Minuten später und 104 Euro weniger am Konto habe ich es erledigt. Ja, also man konnte sich sogar aussuchen, Rachen oder Nase. Ich habe mich für Rachen entschieden, musste Zunge raus, dann wirkt es sich ein bisschen, aber das war es dann, also von dem her nicht so schlimm. Ergebnis geht davon aus, jetzt negativ. Ja, und ja, damit kann ich am Nachmittag, wenn ich zu Hause bin, auch schon die Einreise nach Zypern regeln. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Was noch nicht angekommen ist, ist mein Testergebnis, der PCR-Test vom Flughafen von heute in der Früh. Aber ich gehe davon aus, dass das ganz normal ein negatives Testergebnis ist, also ohne irgendwelche Vorfälle. Damit kann ich dann heute vielleicht noch oder morgen dann den Check-in für den Flug machen. Dann ist das einmal erledigt. Dann habe ich noch alle E-Mails bearbeitet am Computer von meinem Papa. Also das ist alles erledigt, weil ich komme wirklich erst in 1,5 Wochen wieder richtig dazu zum Arbeiten. Jetzt, ich habe richtig Hunger und die Nadine hat Pizzateig vorbereitet. Bedeutet, ich heize jetzt da gemütlich den Pizzaofen ein und werde uns das jetzt da am Nachmittag gemütlich machen. Auch mit Whirlpool noch kurz reingehen, gute Pizza essen, was trinken und dann noch zum Abschluss nicht so gute Nachrichten, mein Auto. Ja. Ich habe letzte Woche eine Fehlermeldung bekommen, ESB ausgefallen, dann ist der Tempomat ausgefallen, dann Speedtronic und so weiter
Und so wie es ausschaut, ist der Rußpartikelfilter zu 90% voll. Der gehört jetzt da getauscht. Kostenvoranschlag 1000 Euro. Dann war ich in der Werkstätte meines Vertrauens beim Otto, also weil ich ja heute in der Südsteiermark war, bei meiner Mama. Der hat sich das auch angeschaut. Das Ausbrennen hat nicht funktioniert. Wir können nicht mit dem Laptop, mit der Software auf den Motor zugreifen. Also, und jetzt ist wirklich die Frage, was er auch gemeint hat, bleibt es jetzt da bei diesen 1000 Euro oder muss noch mehr investiert werden? Und dann ist so diese Grundsatzfrage, weil das Auto ist jetzt da 14,5 Jahre alt. Ja? Aber er ist so gut beieinander. Also das ist diese emotionale Bindung zu einem Auto, ja? Weil der begleitet mich jetzt das seit 2013, ohne irgendwas, ja? Seit über 7 Jahren. Aber trotzdem gab es jetzt so also diese Entscheidung, was mache ich damit? Ja? Investiere jetzt da ein Tausender oder sogar mehr oder nehme ich dieses Geld her, das ich jetzt da eh zum Reparieren brauchen würde und kaufe mir damit ein neues Auto mit der Anzahlung. Ja? Also es ist echt schwierig. Aber ja, einfach YouTube-Kanal abonnieren, dann versäumt ihr keine Ausgabe und seht dann auch, wie es dann mit der Entscheidung mit dem Auto weitergeht. Und nächste Woche wird spannend, Vlog 325, weil da sollte ich angeblich in Zypern aussteigen können, wenn alles mit der Einreise funktioniert. Und dann geht es mit SkyTraders richtig los. In dem Sinne, danke fürs Dabeisein. Wie gesagt, YouTube-Kanal abonnieren, Daumen nach oben, Kommentare hinterlassen und bis nächste Woche. Alles Liebe, euer Thomas.